Diese Sendung wird unterstützt von Rimus, die alkoholfreie Alternative. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer Sendung, die anders daherkommt als sonst. Das ist nämlich eine Reportage. In der Schweiz engagiert sich jede vierte Person in der Freiwilligenarbeit und die Wirtschaft und die Gesellschaft hat echt ein Problem, wenn die Leute das nicht machen würden. Um diese Leute zu schätzen und auch ihnen zu zeigen, dass man sie ehrt, hat man auch das Jahr 2011 zum Jahr der Freiwilligenarbeit erklärt. In diesem Zusammenhang ist unser Projekt besonders ins Auge gestochen, das Patengrosi, ein Grosi auf Wunsch sozusagen. Also wir haben eine Familie begleitet, die so ein Grosi sucht und auf der anderen Seite eine Frau, die sich als Patengrosi zur Verfügung stellt. Ob die zusammenpassen und wie das Experiment ausgeht, jetzt in der Reportage «Grosi gesucht». Guten Morgen. Sind auch trinken oder so? Das Licht hat sind der sogar dunkel. Wieso hat du Krippe gehst, weil Mami muss arbeiten, weißt du? Aber heute ist der Kurztag. Hä? Heute ist der Kurztag. Jetzt muss ich noch die Krippe. Doch, aber weißt du nachher, wann komme ich dich holen heute? Hoffe. Ja. Genau. Der Jonas ist 4 und wohnt mitten in Zürich mit seiner Mami, der Irene Bettig. Er ist ein Einzelkind. Der Papi und die Mami sind getrennt. Der Jonas muss aber gleich nicht ganz auf den Papi verzichten. Der Papi besucht ihn nämlich 2-mal in der Woche. Ja, jeden Morgen müssen wir immer wieder die Kleider zusammensuchen. Warum denn? Ja, wenn er mit dem Papi heimkommt, dann hängen sie es halt an einem anderen Ort aufhängen als ich, mir das gewöhnt bin. Und dann, ja, manchmal eben jetzt den Schuh haben wir nicht gefunden. Ich weiss es auch nicht. Oder die Jonas hat so manchmal irgendwo herschmeissen. Jonas, komm jetzt anlegen, wir müssen gehen. Bist du noch ein bisschen müde? Hä? Bist du noch ein bisschen müde? Die Rennbettung muss die Doppelbelastung von einer Geschäftsfrau und der Mami auf einen Nenner bringen. Jeden Morgen ist das ganz eine neue Herausforderung. Ja, das ist mein Alltag, gell? Jonas geht 3,5 Tage in die Krippe. Am Mittwoch bleiben wir daheim. Und das genießt man dann auch, gell? Wenn wir nicht so vorwärts machen am Morgen, einfach ein bisschen in den Tag hineinleben. Ja, aber es ist eigentlich, wenn es so geht wie heute, nachher ist das okay. Also manchmal ist es schwierig, wenn er dann eben nicht weggeht und sich wehrt und lieber daheim bleiben will. Das ist manchmal anstrengend, gell? Aber heute machst du es super. Heute ist es super, hä? Also, jetzt können wir noch die Jacken anlegen und dann gehen wir auf den Weg. Es gibt immer wieder Situationen, wo die Rennbettung denkt, das Grosi in der Nähe, das wäre es jetzt. Und das ist aber genau das Problem. Beide Grosis sind nämlich zu weit weg. Und gleich, ein Grosi würde so viel Wärme und Stabilität in ihre Situation hineinbringen. So eine Grosis vermittelt Erika Vakidis vom Projekt Patengrosseltern. Das Projekt ist eines von vielen Angeboten der Gemeinschaftszentren Zürich. Seit 3 Jahren betreut sie das Projekt und immer mehr Familien sind interessiert an einem Grosi nach Wunsch. Also vielfach sind es Familien, die von außen her hierher gezogen sind, ins Quartier. Es sind vielfach auch alleinerziehende Mütter, die das Projekt sehr super finden. Und es sind Familien, die nicht einfach Kinderbetreuung suchen. Also das Projekt weiss auch ganz klar, es geht nicht nur darum, dass man die Kinder einfach abgibt und dass es gehütet wird, sondern es geht darum, dass die Kinder lange Zeit könnt von dem generationenübergreifenden Projekt profitieren.
es geht mir darum, mich ein bisschen zu entlasten. Auch, dass ich eine gewisse Flexibilität habe. Also, ich denke für den Jonas, halt auch, dass er noch eine Bezugsperson hat, die auch ein bisschen älter ist. Und ich denke, zu meiner Grossmami haben wir ein ganz anderes Verhältnis als jetzt zu den Älteren. Oder? Der Mami-Job wäre für den Morgen erledigt. Jetzt ist wieder die Businessfrau gefragt. Schon weg. Die Irene Bettig hat eine eigene Firma. Sie ist studierte Umweltwissenschaftlerin, betreut Firmen und Unternehmungen in Kommunikationsfragen. Leben zwischen Job und Familie, das ist eine Zerreissprobe. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich werde dem Kind zu wenig gerecht. Weil wenn man viel Arbeit hat, dann muss man halt schauen, dass man zusätzlich da sein kann, dass man eigentlich mal von daheim aus noch etwas machen kann. Und dann kommt manchmal schon ein bisschen das Gewissen, dass ich denke, ja, jetzt musst du schon wieder irgendwie die Jonas abschieben. Und so. Aber, also abschieben, es klingt jetzt negativ, oder? Aber es ist mit der Menge mal schon so ein bisschen ein Ding, wo man das Gefühl hat, ja, mir ist zu wenig da für das Kind. Das ist mir so. Die Umgebung oder so Gesellschaft, wo man sich quasi manchmal so ein bisschen unter Druck fühlt. Das Gefühl, ja, mir ist nicht so gut als Mami, wenn wir halb vier arbeiten. Wie gehst du denn mit dem um? Mit dem Umgehen? Ja, ich sage mir einfach, mit Jonas geht es auch besser, wenn es mir gut geht. Und wenn es für mich stimmt. Und solange es in einem guten Gleichgewicht ist, dann denke ich mir, ist das schon gut. Ich muss mit dem Verstand mir immer wieder sagen, nein, das ist schon gut. Es ist Freitag, an diesem Tag nimmt sie sich immer den Nachmittag frei, damit sie mit dem Jonas zusammen sein kann. Das heisst, im Morgen muss möglichst viel eingepackt werden. Meistens geht es ohne Mittagspause direkt los in die Kita zum Jonas. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit kommen und ja, jetzt bin ich eigentlich zufrieden. Und jetzt müssen wir schon langsam ein bisschen pressieren. Super. Also jetzt musst du fahren. Das ist immer ganz langsam. Du fahren. Oh, komm, Jonas, weiter. Tu Jonas nicht Zeug auflesen am Boden. Tu das am Boden. Nein, das lass am Boden. Tu das am Boden, Jonas. Lass es du nicht mehr mit. Wie ist das jetzt für Sie, was das Tempo so wechselt? Ja, man wird schon ein bisschen ungeduldig, wenn man dann, sich ein bisschen, quasi gewöhnt ist, sich selber zu bestimmen und dann plötzlich der Switch kommt und dann so fremdbestimmt ist. Hast du so einen Bauch wie Jonas? Hä? Ich nehme es noch nicht so ernst. Du bist ein guter Schauspieler. Da kommt auf ein neues Patengrosse einiges zu. Sie muss mit einem talentierten Jungschauspieler klarkommen, der immer wieder Aufmerksamkeit sucht. Aber das ist nicht die einzige Eigenschaft, die beim künftigen Patengrosse gefragt ist. Also vielfach, wenn ich so im Gespräch bin und versuche herauszufinden, was sie sich wünschen, was sie gerne hätten, dann wünscht sie sich eigentlich einfach ein Grossi, das liebenswürdig ist, das gerne Zeit mit ihrem Kind verbringt. Das ist so das Allerwichtigste. Ob sie jetzt jede Woche mal kommt oder nur einmal im Monat, das findet sie nicht unbedingt so wichtig. Wichtig ist einfach, dass sie wirklich sehr wohlwollend, herzlich dem Kind gegenüber ist. So, jetzt,
Stopp. Jetzt hör doch auf. Jonas, stopp. Nein, es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Mami, du bist kein Bauarbeiter. Nein, ich bin kein Bauarbeiter. Ich weiss es. Aber weißt du, Bauarbeiter tun im Fall nicht Sand schmeißen. Hast du das gewusst? Nicht auf andere Sand schmeißen. Gell? Aber ich kann auch so, dass du Sand schmeißt. Ja, aber du bist auch ein Bauarbeiter, Gabriel. Ja, aber Bauarbeiter tun im Fall nicht Sand schmeißen. Das Grossi muss gute Nerven haben. Durchsetzungskraft. Aber ich denke, es ist ein ganz anderes Verhältnis. Meine Mutter wird natürlich probieren, immer an Grenzen zu gehen und eher halt mal nicht folgen und schauen, wie man reagiert. Und das Grossi darf dann auch ein bisschen mehr nachgeben als die Mami, die halt erziehen muss. Oh, darf sie ein Zelt haben? Ja, gerne. Ah, vielleicht ist der Blutzucker im Keller. Oh, das hat sie sehr gerne. Ja, das hat sie gerade vorher gehabt, das glaube ich nicht. Das ist Elisabeth Schmocker in ihrem Laden in Stefan, Zürichsee. Sie hat sich als Patengrossi gemolden. Als Frau, die jeden Tag um Spielwaren und Kinderkleidchen herum ist, liegt es auf der Hand. Sie ist für den grossen Job ganz eine heisse Kandidatin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange Zeit genug von Kindern, von meinen eigenen. Und ich war eigentlich froh, dass es nicht gerade Enkel gegeben hat. Und so seit etwa einem Jahr setze ich mich wirklich damit auseinandersetzen, wie das mal ist, wenn ich mal selber Grossmami bin. Aber da im Moment noch nichts im Busch ist, habe ich gefunden, mal, das finde ich ganz eine lässige Idee. Und diese Idee die wird langsam aber sicher immer konkreter. Elisabeth Schmocker ist nämlich als mögliches Patengrossi für den Jonas ausgewählt worden. Hallo! Oh, schau mal, kannst du mir gerade helfen? Du. Auch Elisabeth Schmocker weiss, wie das ist, wenn man Geschäftsfrau und Mutter ist. Sie hat 5 erwachsene Kinder, der jüngste Manuel, der wohnt noch daheim. Ich hatte gar nie richtig Zeit, zum richtig gross kochen, so riesen Menü machen. Elisabeth Schmocker hat sehr viel erlebt. Der Manuel ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Er hat schon x Operationen in seinem Leben gehabt. Es hat Zeiten gegeben, wo man nicht recht gewusst hat, ob es wird überleben. Seine linke Hirnhälfte ist rausoperiert und trotz dem schweren Eingriff hat er sein Lachen nicht verloren. Das ist für Elisabeth Schmocker eine schwere Zeit gewesen. Eine Zeit, die ihr aber auch ganz viel Erfahrung fürs Leben mitgegeben hat. Erfahrung, die sie an ihrem Patenenkel weitergeben möchte. Ob sie überhaupt zu so einer Geschichte mit einem Patenenkel kommt, das entscheidet sich schon in ein paar Tagen. Dann, wenn sie ihren Patenenkel das erste Mal trifft. Ich habe meine Grosseltern auch nicht gross kennt. Ich war 2-jährig, als meine Grossmütter gestorben sind. Grossväter habe ich auch gar nicht kennt. Und ich hatte dann eine Tante, eine Schwester von meinem Papi, die eigentlich das Grossmami ersetzt hat. Und sie hat wirklich sehr, sehr viel auch in meinem Leben bewirkt. Sie hat einen ganz hohen Stellenwert. Ich durfte sehr viel Schönes mit ihr erleben. Und ja, wenn man das weitergeben kann, denke ich, ist das wirklich etwas sehr Wertvolles. Was war denn das für eine Frau, das Tanti? Das Tanti, das ist eine ganz spezielles Fraueli. Also sie ist eine ledige Frau, die aber wirklich total tough war. Also sie ist überhaupt nicht irgendwie... Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie veraltet ist. Sie hat eine ganz liebe Art gehabt. Und ich dachte, das sieht man ihr auch an. Und sie hat einfach auch immer wieder gesagt, wie Gott sie durch so viele Schwierigkeiten durchgetragen hat. Und wie sie heute auch dankbar ist für all das, was sie erlebt hat. Und heute muss ich sagen, es geht mir eigentlich ähnlich. Also auch Schwierigkeiten sind wirklich zum Segen geworden. Heute ist Papi-Tag beim Jonas. Zweimal in der Woche holt der Georgis Lambert Bolivar, der ursprünglich aus Kuba kommt, ihn von der Kita ab. Er kocht für ihn, spielt mit ihm und bringt ihn dann ins Bett, in der Wohnung von der Irene Bettig. Die Idee von einem Patengrossi löst bei ihm aber noch so ein bisschen gemischte Gefühle aus.
Ich sage nicht, dass die Idee mit dem Paten Grossi schlecht ist, aber es kommt darauf an, wie Jonas auf diese Person reagiert. Weil wenn diese Person Jonas abholt, dann wird sie ebenfalls Teil der Familie. Ich möchte diese Person auch kennenlernen, denn ich gebe meinen Sohn nicht einfach jemandem, denn ich töte für meinen Sohn, das ist hundertprozentig sicher. Eso es 100%. Venga, echamos ahora. Sí, sí. No. Dale. El otro, pero todavía queda. Kochen ist nicht gerade seine Leidenschaft, aber eben für seinen Sohn macht das gern. Und wer kocht besser, Mami oder der Papi? Mami. Mami und der Papi. Und was gibt's denn? Fleisch und Soße und manches gibt Pasta. Papi, was ist das Feinsessen? Das Rico. Ist es gut? Papu. Ja, Papa kocht für uns zwei. De pronto, el lobo llegó a la puerta. Pequeños cerditos, déjenme entrar. No, no te dejaremos, dijeron los cerditos. El lobo sopló. Ok, buenas noches. Müde, ich sag dir müde, wirklich müde. Am liebsten hätte ich mich mit ihm hingelegt, aber ich muss zu mir nach Hause. Aber es ist wunderschön. Mein Sohn ist wunderbar, das Beste, was Gott mir je gegeben hat. Schichtwechsel bei der Irin Bettig zuhause. Die Geschäftsfrau wird wieder zum Mami. Und der Papi der verabschiedet sich und macht sich auf den Heimweg. Jetzt ist er da, der grosse Tag. Heute kommt es zum Treffen mit dem Pater Grossi, mit der grossen Unbekannten, die schon bald Teil der Familie werden könnte. Weißt du wieder, woher wir gehen? Weißt du nicht? Was gehen wir denn machen jetzt? Der Jonas, der hat noch keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Die Irin Bettig hat auf der anderen Seite gewisse Vorstellungen von einem Pater Grossi. Ja, ich stelle mir das halt immer so zwischen 60 und 70. Eher jung bleiben, Lebenserfahren. Ich frage, ob grau oder nicht. Eher nicht grau. Ich habe das Gefühl, es ist eine, die ihre Kinder so ein bunt anlegt. Aber ich habe keine Ahnung eigentlich. Ich sage jetzt einfach etwas. Und wir lassen uns jetzt überraschen. Oh, ich denke, die Chancen sind ja 80 zu 20, dass es klappt. Und jetzt stehen wir kurz davor, jetzt sind sie kurz bevor sie hier kommen. Und ich denke, auch ich bin ein bisschen nervös. Jetzt sehen sie sich das erste Mal. Und ja, ich bin erwartungsvoll auf das Gespräch gespannt. Ich habe wieder ein kleines Päckchen. Mal schauen, was er dazu meint. Und ich nehme es vor zu. Ja, jetzt bin ich schon langsam ein bisschen... Spannend, wie das rauskommt. Also, die Spannung steigt. Nervös? Ich habe jetzt langsam schon ein bisschen nervös. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist gut gegangen. Ja, super. Dich doch. Mama. Mami, schau. Ja, gell? Oh ja.
Dann ich da noch einen Schleim drauf. Noch etwas drauf, in der Mitte. Ja, guten Tag miteinander. Hallo. Wie heißt du? Ich bin Elisabeth. Und du? Der Jonas. Der Jonas. Hallo. Elisabeth. Irene. Freut mich. Ja, mich auch. Ja. Jetzt ist das Rätsel aufgelöst. Spannend, ja. Genau. Und du bist ein Bastle. Wow. So schön. Die Unsicherheit bei allen ist spürbar. Der Jonas, der weiss noch nicht so recht, wie er sich gegenüber der fremden Frau soll verhalten soll. Warte mal, ich habe dir noch etwas gebraucht. Was? Hä? Hättest du gerne wieder ein Päckchen? Das hast du jetzt auch nicht gewusst, dass es noch ein Geschenk gibt, gell? Das ist jetzt eine schöne Überraschung, hä? Weiß nicht. Oh, ein Küsschen. Ein Schäufelküsse. Ist das geil? Das sagt man noch. Danke. Ja, bitte, bitte. Elisabeth, ich bin ganz schlecht im Leben. Genau, ich muss Irene. Irene. Du kannst du wohnst in dem Fall, kann ich Stefan schon. Ganz genau, gestanden. Ja. Also, bist du von Stefan? Ich bin von Stefan. Ja, okay. Ja. Also, wohne du nicht in Zürich. Aber das Geschäft auch nicht Stefan. Ja. Das ist eigentlich nicht gemeint. Ja. Bei den beiden Frauen geht jetzt das gegenseitige Beschnuppern los. Der Jonas findet es gar nicht so wahnsinnig spannend im Moment. Er tut lieber mit der Erika Vakidis nebendran basteln. Ja. Hast du nie gewusst? Nein. Ja. Ihr seid da schon voll drin. Ich mache das völlig selbstständig. Ja. Ohne mich, ich brauche mich gar nicht. Also ich denke, dann verabschieden wir uns so ganz offiziell, beenden das. Aber ich würde gerne die Möglichkeit lassen, dass ihr hier im Haus bleiben könnt, oben einen Kaffee trinken könnt und ihr könnt auch noch ein bisschen in den Garten gehen. Okay. Okay. Und ich bin gespannt, ich komme von euch beiden das Telefon und ziehe dich über. Ist gut. Okay. Also, danke vielmals, das ist schmuck. Danke, Nadja. Danke vielmals. Ja, dann wollen wir noch einen Kaffee nehmen, oder? Also ich weiß sehr gerne, ja. Machen wir das noch? Doch. Es ist speziell. Ich hatte selten so zwei Frauen, die so selbstständig sich gerade im Gespräch gefunden haben. Vielfach ist es so, dass es mehr Begleitung braucht von Anfang an. Und ich denke, aber es ist ein sehr gutes Zeichen, dass sie so selbstständig aufeinander eingegangen sind. Und sie brauchen jetzt aber auch noch ein bisschen Zeit, um sich wirklich kennenzulernen, um ihre Entscheidung zu treffen, ob sie es möchten probieren oder nicht. Es ist, ich denke, es ist alles offen. Es war ein kurzer Moment, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich denke, es braucht schon noch mehr, um genau eine Entscheidung zu treffen. Was ich nicht ganz sicher bin, ob der Jonas wirklich so auf mich anspricht oder nicht. Und ja, mal schauen, was daraus gibt. Ja, es war spannend. Also, was soll ich sagen? Es war anders als erwartet. Also erwartet. Ich hatte nicht grosse Erwartungen, aber ich habe mir sie irgendwie anders vorgestellt. Wie anders? Ja, irgendwie älter natürlich. Sie ist ja gar nicht so viel älter als ich. Und ja, halt mehr quasi in Anführungszeichen Grossmami. Oder? Und das ist sie wirklich noch nicht. Aber ich denke mir schon, wir sind ziemlich unterschiedlich von den Typen her. Aber es könnte sich auch gut ergänzen. Und was denkst du, ist Jonas sein Gefühl? Das finde ich total schwierig zu sagen. Ich war etwas überrascht. Er ist immer ganz offen, geht auf die Leute zu und war jetzt eher so ein bisschen zurückhaltend und ein bisschen abweisend. Von dem her finde ich es jetzt schwierig. Es ist vielleicht jetzt auch, er hat auch unsere Anspannung gespürt von beiden Seiten her oder die Erwartungen und hat sich jetzt eher so ein bisschen zurückgezogen. Ja, ist nicht so schlimm. Ich hatte ein Nein.
Ich habe ihr angerufen, ja, und gesagt, eben, ich sei mir einfach nicht ganz sicher. Ich denke, dass die, also, ja, dass die andere Familie mich wahrscheinlich nicht wette. Und sie hat mir dann gesagt, mal, sie haben sich für mich entschieden. Und dann habe ich dann gefunden, mal. Dann überlege ich mir das noch mal. Überlegen. Und bin dann zum Schluss gekommen, mal, ich wette das wirklich. Hoi! Hoi! Wow, ein Schleckli gefunden! Oh. Nachdem beide Frauen ein definitives Ja zueinander und zum Projekt Patengrosse gefunden haben, hat Derika Wakidis Kontaktdaten gegenseitig freigegeben. Von diesem Zeitpunkt an ist es an ihnen gelegen, die Beziehung voranzubringen. Bis jetzt klappt es. Ich sehe. Was? Sie gehen alle ein bisschen zu Ja! Ein Wagen! Oh! Sie haben einen Wagen entdeckt! Hey, wow! Ja. Hey, da ist der Lenz! Komm, schau mal, komm, jetzt gehen wir auf den Wagen. Ich bete eigentlich fast jeden Tag für den Jonas. Ich denke, es ist gut, wenn er jemanden um sich hat, der ihn wirklich immer wieder auch in die Hände von Gott legt und ihn auch segnet. Das ist eigentlich das, was ich für ihn machen möchte und für ihn da sein. Aber da wollte ich mich wirklich nicht aufdrängen. Und ich hoffe einfach, dass Jonas ein bisschen durch mein Sein und durch mein Leben spürt, was Jesus für mich bedeutet. Also ich bin all katholisch erzogen worden, praktiziere das jetzt nicht mehr gross. Aber Jonas kommt schon mit dieser Welt in Berührung, weil meine Mutter, also seine Grossmami, sie ist auch gläubig und das mit ihm auch leben. Von dem her ist das für mich auch okay, so, wenn das quasi in die Beziehung hineinspielt. Ganz gut hören. Und so das Gefühl, er sei jetzt bei einer fremden Frau? Nein, das habe ich überhaupt nicht. Ich bin mir es auch gewöhnt, dass ich den Jonas abgebe. Und ich weiß ja auch, also ich merke ja, ob es ihm wohl ist dabei. Und wir schauen jetzt, schauen, oder, wie sich das entwickelt. Es ist ja nicht so, dass man eine Entscheidung trifft und sagen wir, jetzt ist das quasi Beziehung fürs Leben. Das ist ja wie bei jeder Beziehung. Die muss wachsen und da schaut man, wie das jetzt sich weiterentwickelt. Aber ich habe jetzt im Moment, muss ich sagen, ein gutes Gefühl. Was hast du gefragt, Jonas? In der Elisabeth habe ich etwas gesagt. Ah, Entschuldigung. Ich habe es nicht ganz verstanden. Haben Sie wie ich ein Spielzeug? Wir haben auch Spielzeug, ja. Sieht eigentlich ganz nach Happy End aus. Aber wie es wirklich weitergeht mit dieser Beziehungskiste, das können Sie bei uns verfolgen auf der Homepage patengrosse.ch. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben an unsere Sendung, dann schreiben Sie uns an ERF Medien, Fenster zum Sonntag, 83 30 Pfäffiken oder ein E-Mail an tv@erf.ch. Merci für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bist du gerne mit Elisabeth zusammen? Ja. Warum? Elisabeth, ich sage es jetzt aus, wo nicht du... Das können wir jetzt gerade schauen. In mein Haus. Diese Sendung wurde unterstützt von Rimus, die alkoholfreie Alternative.